Okay. Was muss man machen, um den Rand zu kriegen? Dafür musst du Delirium machen. Hast du gefurzt? Ich meine, nicht heute. Und Poop habe ich immer verwendet. Deswegen sind ja auch so viele Fliegen. Griniamode, Blue Baby. Und dann schließen wir das blauste aller Babys ab. Yo, kann ich bitte eine Bombe haben? Oh. Das sind eine Menge Fliegen, mit denen ich hier direkt starten kann. Blue Baby zahlt sich direkt aus. Aber leider keine Bombe oder so für mich. Ich segne den Run. Danke, Altern. Das weiß ich sehr zu schätzen. Leute segnen heutzutage viel zu selten Runs. Deswegen sterben sie auch ständig. Die Leute meine ich, nicht die Runs. Ah, die Runs auch. Au. Okay, das läuft absolut grauenhaft. Oh mein fucking Gott. In dem Fall liegt es nicht mal im Greedier-Mode. Es war einfach nur, echt schlecht von mir. Ich glaube, dass mich sogar eine Teilschuld treffen könnte. Muss man sich erstmal vorstellen, sowas. Oh, warum müssen wir so viele hüpfende, brennende Torsos haben? Die haben so viel HP, die sind so nervig. Gott! Ich hab gesagt, die sind nervig. Warum hört mir denn niemand zu? Das ist schon wieder so ein Greedier-Mode-Moment. Was soll diese Welle, in der einfach Millionen von diesen großen Spinnen spawnen? Also, erst eben aus dem Greedier-Mode. Angeblich wurde sie einfacher gepatcht. Weiß nicht, ob ich dem zustimmen würde. Aber okay. Das eine Auge ist jetzt ein bisschen stärker. Weil es ein bisschen milchig wurde. Das heißt, damit kann ich vielleicht was anfangen. Ganz vorsichtig. Nichts überstürzen. Keine Fehler machen. Und was am allerwichtigsten ist, immer auf den Boden scheißen. Denn das ist der Quell des Lebens. Für Blau Baby. Was hat es eigentlich in dem Spiel damit auf sich, dass der Arky so viel häufiger ist als Rock Bottom? Fällt mir gerade auf. Wir hatten nämlich schon einige Arky-Runs inzwischen, aber Rock Bottom? Ich glaube, ich habe einmal in einem Nicht-Daily-Run Rock Bottom gefunden, aber ich bin mir nicht sicher. Es kann auch sein, dass ich mir das einbilde gerade. Dabei habe ich das Gefühl, dass der Arky ein gutes Stück besser ist als Rock Bottom, weil... Es gibt kein Item, das so gut sein kann wie der Arky. Der Arky ist einfach viel zu broken. Arky ist sogar eigentlich seltener als die meisten Secret Room Items. Ja, das weiß ich. Deswegen wundere ich mich gerade, dass wir den relativ oft finden, aber kein Rock Bottom. Versteht ihr? Da war mein Dialekt zu stark. Wir nehmen den Schlüssel mit. Starker Kerl. Ich glaube, ich verzichte auf den... Dann wiederum mal schauen. Wir verzichten erstmal auf den gewaltigen Pickel. Und erzählt sich, dass du ein Champion bist, Pin, aber ich verstehe nicht ganz, der Champion von was. Oh Gott. Oh Gott. Ist okay, wir können noch ein paar Gegner auf einmal aufmachen. Hier ist doch Platz. Hier ist doch reichlich Platz. Reichlich Platz. Warum habe ich keine Spinnen? Ich habe eine Spinne bekommen aus... Oh Gott. Eine Spinne von Pin. Das ist doch eine Beleidigung. Huh. Oh, was ein Kerl. Au. Ach, komm schon. Das ist ja viermal Sprinten, Dinge. Notiert. Zwei, drei, vier. Drei, vier. Okay. Wir schauen rein in den Devil Deal. Ich meine, es ist Lusty Blood im Greedier-Mode. Es fällt schwer, Argumente dafür zu finden, dass man das nicht mitnehmen sollte. Sprinkler wäre natürlich auch fantastisch, aber ich habe kein Geld. Nein, ich brauche eine Bombe dafür. Wir haben kein Geld für den Sprinkler. Fürchterlich. Och, komm schon, der Sprinkler wäre so gut. Nein! Lust ist eine Todsünde, noch Fragen. Yeah. Warum bist du so ein Spielverderber? Ah, hier ist kein so gutes Zeug. Das könnte auch ganz hilfreich sein für den Greedier-Mode. Würde ich behaupten. Oder? Würdet ihr dem zustimmen? Gott, schau euch die fucking Tiers an. 9,7 Damage. Lusty Blood ist der gute Stoff im Greedier-Mode. Sprinkler wäre natürlich auch der gute Stoff gewesen, aber ich glaube, das Spacebar-Item, was ich jetzt dabei habe, ist ebenfalls akzeptabel. Wofür schaltet man das eigentlich frei? Ich habe es nämlich heute zum ersten Mal gesehen. War es irgendwas für Lilith oder so? Hat der gerade Berührungsschaden gemacht? Ich mache noch die Spawner keinen Berührungsschaden. Hat der Champion Berührungsschaden? Bin ein bisschen verwirrt gerade. Beast mit Tainted Samson. Oh ja, das war vor nicht allzu langer Zeit. Ich habe das Gefühl, mein Shotspeed könnte ein bisschen höher sein. Oh. Habt ihr den Damage gesehen gerade? Der war enorm. Ich werde sterben. Wir nehmen nichts mit hiervon. Nein. Bloody Lust wäre natürlich die perfekte Kombination, wäre natürlich das perfekte Item in Kombination mit der Lusty Blood, aber ich weiß ja nicht. Wahrscheinlich Verschwendung, was ich jetzt mache, aber ich will wissen, was in der Kiste drin ist. Oh, cool. Oh, cool. Eine Bombe. Weiß nicht so viel Verschwendung, aber... gehen wir weiter. Es war schon ziemlich viel Verschwendung. Es ist nicht minus 10. Ich habe einen Schlüssel bekommen und eine Münze. Es ist also minus 4. Okay? Minus 4. Die Bombe lasse ich nicht gelten, weil sie uns nicht wirklich was gebracht hat. Mom's Heals. Nicht so gut. Oh. Was soll ich sagen? Manchmal meint es das Schicksal gut mit einem. Der ist der Seed übrigens, falls ihr euch die C-Section gönnen wollt. Und da ist Chaos. Ich denke, wir wollen auf Chaos gehen, oder? Nein, geh weg. Eine Sun-Karte. Natürlich ist das noch ein denkbar langweiliger C-Section-Run zum aktuellen Zeitpunkt, aber ich bin optimistisch, dass ich daran noch was ändern kann. Vor allem, wenn wir den Chaos bekommen. Stell dich vor, wir hätten den Sprinkler bekommen. Oh, das wäre das Leben. Okay. Oh Gott. Dieser Typ ist ein Problem. Dieser Edmund ist ein Problem. Stellt man C-Section überhaupt frei? Ah, irgendwas mit Tainted Lilith, glaube ich. Oh, fuck. Warum bin ich überhaupt hier rein? Ich hätte mein Spacebar-Item einsetzen sollen. Puh, okay. Oh, normale Lilith the Beast? Okay. Ich glaube, ich kümmere mich erstmal um mein Überleben. Und danach überlegen wir weiter. Aber ja, das war nicht so stark, wie ich mir es erhofft hatte. Mein Überleber, quasi. Gehen wir weiter. Wahrscheinlich, Rawliver war ich gar nicht mal ein guter Deal, fällt mir gerade auf, für 15 Cent 2 Soul Hearts. Oh, okay. Machen wir also das schon wieder. Und da haben wir reduzierte Items. Dann würde ich sagen, wir gönnen uns heute ein bisschen was. Sind noch nicht so stark, aber gib dem Lusty Blood noch ein bisschen Zeit, um richtig zu wirken. 2 Damage mit Zäumilk. Und der Dank für den 5er Roomback. Oder Mystery Sack war das. Okay, das ist nicht gut gerade. Eventuell bin ich nicht so stark, wie ich mir es erhofft hatte. Ich denke, wir werden diesen Punkt noch erreichen, wo ich so stark werde, wie ich mir es erhoffe. Au. Das Hauptproblem ist, dass es sehr schwer ist, die Gegner zu sehen. Will ich direkt zum Boss? Na, ich bin feige. Das sind keine HP-Ups für mich. Retrovision. Shit. Der Freddy nimmt auch nicht so viel Schaden, wie ich mir wünschen würde. Gott! Okay, okay, nein. Wir starten direkt neu. Absoluter Schwachsinn. Ja. Yeah. Das ist ein vernünftiges Item. Gehört scheinbar zum Boss-Pool. Aus irgendwelchen Gründen. Seht ihr, damit kann ich schon eher was anfangen. Wir ziehen das Burning Basement von dem Run ab und geben mir dafür eine Magic Mushroom zum Start. Ich bin trotzdem nicht stark genug, um die Gegner direkt auszuschalten. Das ist das Erstaunliche daran. Okay. Das wird der Run. Okay, Fliegen kann ich ausschalten. Das ist der Run. Das weiß ich jetzt schon. Ich hab's im Urin. Wisst ihr, was ich sonst noch im Urin hab? Steine. Blut. So eklig. Einfach Witze über Blut im Urin machen. Was... Nicht in diesem Spiel. Nicht in diesem Spiel. Ja, der Gelbe hätte wenigstens eine Münze droppen können. Okay. Ach Gott, die letzte Welle von Gegnern. Und ich wurde nur zweimal getroffen. Hurra! Oh, die müssten Soul Heart geben, oder? Wenn sie sterben. Das Problem ist nur, dass die extrem viel auszuhalten scheinen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, oh. Oh nein, es sind irgendwelche Gurglings. Irgendwelche Gurglings sind nie gut. Und sie geben kein Soul Heart. Das habe ich mir wohl eingebildet. Das war wohl Wunschdenken. Okay. So weit, so gut. Oh nein! Nein! Oh, ich hätte da unten abhauen können. Ich dachte, ich wäre da unten in der Falle gewesen. Oh Gott. Ein Herz für nichts. Das ist ein sehr langer Larry. Das sind Dinge, die ich durchaus anerkenne. Oh, cool. Mom's Knife ist sagenhaft scheiße im Greedier-Mode. Ja. Yeah. Mehr Drops aus Kisten kann hilfreich sein, wenn wir an eine Kiste kommen. Da wären welche. Dafür bräuchte ich eine Bombe. Hm. Hey. Nehmen wir doch das Everything Jar mit und schauen, was wir rausbekommen. Es ist ein bisschen enttäuschend, keine Bombe hier zu haben, ehrlich gesagt. Oh, was? Doch. Oh, das hätte besser laufen können. Und dann habe ich meinen Damage gegen diese fucking Spinne noch komplett überschätzt. Ich wollte gerade sagen, ich werde noch in den Curse Room gehen, aber das hat sich jetzt erledigt. Keine Ahnung, was ich mache. Ich dachte, ich könnte die killen, aber ich lag falsch. Kann ich bitte aufhören, fucking Speedball zu bekommen? Das ist ein vernünftiges Item. Hm, keine Kiste. Doch, da ist eine Kiste. Was wert? Was wert, wenn ihr mich fragt? Hm, kann ich noch mehr bekommen? Ugh. Nein, 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 nein. Ach Gott. Nächste Welle. Oh mein Gott, ich bin tot. Ich bin schon wieder fucking tot. Warum sind da Millionen Gegner da oben auf einmal? Warum wäre ich beim Versuch nach oben zu gehen von dem Champion getroffen? Oh Gott, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich hasse Greediamode so sehr. Okay. Neustart. Neustart. Hm? Vielleicht kein Neustart? Okay, kein Neustart. Ich habe ein Herz verloren. Mal schauen. Aber alle anderen Stats sind hochgegangen. Ich weigere mich, irgendeinen Shit-Anfang jetzt nochmal zu machen. Um meine Zeit zu verschwenden. Okay. An sich habe ich eine gute Feuerrate und guten Damage. Das heißt, ihr solltet es überstehen können. Außer ein fucking Champion wird wieder aus dem irgendwo offscreen auf mich schießen und mich treffen. Das fände ich nicht so gut. Aber bisher sieht es nicht so aus, als ob das passiert. Noch. Au. Bisschen Schwund ist immer. Habe ich überlegt, auf die Runs Kanalpunktwetten zu machen. Sicher. Jorasix, mach mal mehr Wetten vor jedem Run. Okay. Besser so. Ich wette aber nur gegen dich. Ich wollte jetzt sagen, Mods können nicht wetten, aber Mods können inzwischen wetten. Ich mag es, dass Mods nicht wetten können, weil... Ich weiß nicht mal, was der Sinn dahinter ist. Es ist nicht mal so, als ob Kanalpunkte wirklich irgendwas anderes wären, außer irgendwie kleine nette Dinge vom Streamer. Ich weiß nicht ganz, warum sie da vor Betrug schützen wollen. Mr. Mega! Wir nehmen die Goldkiste mit. Ich will nichts von hier kaufen. Yes. Darf ich dann nur teilnehmen mit regulären Wohnsitz in Schleswig-Holstein? Ja. Wie wär's mit 100.000 für einen Spielewunsch? Ich mache ja einen fucking Spielewunsch. Ich hasse das Konzept von... Ich will... Es gibt nicht viele Dinge, die mich mehr... weniger Spaß dran hätte als fucking Spielewünsche. 100.000 für deine Kreditkartennummer. Als ob ich eine Kreditkarte hätte. Wenn ich eine hätte, könnte ich einen fucking Apple-Account machen. Den Podcast da hochzuladen. Und ich habe alle... Ja, ich habe meine Bomben schon verschwendet. Das ging schnell. Gott. Mir gefällt dieser Kampf hier gerade überhaupt nicht. Aber hey, wir haben die erste Ebene überstanden. Haben wir schwarze Herzen? Wir haben schwarze Herzen. Wir nehmen das mit. Guppy's Eye habe ich drüber nachgedacht, aber Guppy's Eye bringt mir halt absolut gar nichts. Tut mir leid, aber Deutschland wettet gegen dich. Das ist okay. Moment, wir haben gar nicht mehr Momski. Ich gehe weiter. Es können schwarze Herzen. Wenn man es verliert, macht man allen Gegnern im Raum Schaden. Damit habe ich eine ziemlich akzeptable Feuerrate. Ich kann meine Leben nicht sehen, was nicht so gut ist. Aber ich hoffe, ich werde irgendwie den Weg finden, damit zu leben. Fucking die Cap Attack. Ist übrigens ein Videospiel. Das heißt, das ist eine lustige Referenz. Reduzierte Boss-Items. Irgendwie bekommt man nur noch reduzierte Boss-Items. Was ein bisschen uncool ist. Ich will mal wieder reduzierte gute Items. Für weniger als die Polizei erlaubt. Komm schon. Lass mich die da unten noch killen. Wie lange hält dieser 4-Effekt an? Wetten, der, was mich gerade erwischt hat, war ein Champion. Denn sonst hätte ich nur ein halbes Herz Schaden genommen. Und das kann so nicht gehen. Hervorragend. Ich glaube, ich bin tot. Ich bin auf den Schalter getrampelt. Ich glaube nicht, dass es mir was bringen wird. Okay, ich glaube, ich habe ein Herz bekommen. Das heißt, ich kann weiterleben. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass ich einfach einen Angel bekomme, wo ich was Nettes rausbekommen kann, aber da ist mir aufgefallen, dass ich das Bedürfnis hatte, auf fucking Devil Deals zu gehen. Und habt ihr gerade gesehen, wie lange ich auf diesen dummen Wurm geschossen habe, ohne ihn auch nur einmal zu treffen? Wie sagst du, dieser Greedier-Mode? Der stimmt mir nicht allzu glücklich. Ich bin nicht zu begeistert von ihm gerade. Ich weiß nicht, was gevierte Larrys machen werden. Das macht mir ein bisschen Angst. Oh Gott. Vierter Piep rennt vor mir weg. Beziehungsweise springt vor mir weg. Das ist gut. Das heißt, damit ist Piep ziemlich machbar. Nicht, dass Pieps sonst nicht machbar wäre, aber so ist er noch ein bisschen einfacher. Wir springen weiter vor mir weg. Okay. 4 macht mir Angst. Das ist auch besser so. Sollte die Angst niemals unterschätzen. Will ich fucking Bloodclot überhaupt mitnehmen? Ich glaube, an dem Punkt reicht es auch. Ich glaube, bei Bloodclot muss ich irgendwo den Schlussstrich ziehen. An mittelmäßigen Boss-Seite, zu die ich Geld ausgebe. Wobei Mr. Dolly ganz gut ist. Mit Mr. Dolly kann man eine Menge anfangen. Tears Up, kleines Luck Up. Ich glaube, es ist Luck Up und dazu noch Herzen. Was will ich? Wollen wir brimmen? Oder wollen wir ein paar Jungs zur Verstärkung? Ich kann auf keinen Fall beides mitnehmen. Wir nehmen die Burschen mit. Okay, nächste Ebene würde ich sagen. Und dann finden wir heraus, wie viel Leben ich noch habe. Weicher, was heißt weicher? Ich habe nicht genug Herzen. Ich bin mir da sehr sicher. Ich hätte es überlebt. Jetzt bereue ich es ein bisschen. Und hier hätte ich noch ein Herz bekommen. Jetzt bereue ich es sehr. Ehrlich gesagt. Aber gut. Oh. Cool. 4 Shots. Und da ist auch schon der Speedball. Der darf nicht fehlen. Meint euch nicht drüber lustig, ich habe bereits mein, ich bereue es bereits sehr, dass ich, die Situation dermaßen falsch eingeschätzt habe. Da will man einmal sich nicht im Devil Deal, will man einmal nicht riskieren, sich im Devil Deal umzubringen und dann klappt es trotzdem nicht. Dann war es trotzdem falsche Entscheidung, besser gesagt. Ja, der Stand ist doch ganz interessant. Was zum Fick? Oh ja, das ist die eine Welle mit den Kugeln. Ich wollte gerade sagen, wer hat hier die ganzen Kugeln abgefeuert? Die Antwort ist natürlich niemand. Ich habe das Gefühl, der Run sollte an sich ein bisschen stärker sein, als es aktuell ist, aber wir werden sehen. Wir haben auf jeden Fall gutes Potenzial, noch stark zu werden. Nein, du stirbst jetzt. Stirb, bevor der nächste Gegner spawnt. Oh Gott, das ist Cage. Gevierter Cage. Zumindest dachte ich, dass sie geviert sind, aber ich lag falsch. Warum hat der so viel HP? Was hat es damit auf sich? Was soll das? Aber es ist nicht so stark, wie man denken würde, oder? Es liegt nicht nur an mir. Warum nicht? Oh. Ja, nehme ich auch mit. Hierophant? Was war Justice? Fragezeichen. 2 bis 4 Goldkisten. Oh. Das ist ziemlich gut. Wie machen wir dir jetzt am besten Schaden? Freund. Ich habe nämlich nicht allzu viel Shot-Speed. Deswegen bin ich diesbezüglich gerade ein bisschen unschlüssig. Ich will mal die Kisten machen, wenn das okay ist für dich. Oi! Das wird doch ungemein helfen. So ein bisschen Explosivo. Außerdem, oh mein Gott, die Kisten durch Moms Dingens. Mom's Key. Enorme Ausbeute. Enorme Ausbeute. Ach, komm schon. Yes! Oh, das läuft gut. Und Lucky Penny. Wenn wir schon dabei sind. Und eine Menge Bargeld. Dann nehmen wir das mit. Und... GameKit will ich nicht wirklich. Dann wiederum... Oh, yes, 10 Cent. Das GameKit vermutlich besser als der Haufen. Hauptsächlich will ich sehen, was wir hier noch rausbekommen können. Nichts allzu Gutes. Nichts allzu Gutes mehr. Gratis über Stacheln laufen. Was ist der Stand von der Wette, Rasix? Nicht richtiger Name, dass die meisten Leute gegen mich gewettet haben. Ich sehe euch mit der 2 im Namen. Leo will ich nicht. Mit der 2 neben dem Namen. Keine Angst, Zäumilk wird kommen. Ja, ich habe Wafer und Sci-Fly. Und das gerade auch noch. Money equals health. Oh, Pyromaniac. Warte, Pyromaniac und Curse of the Tower. Also da muss ich, da kann ich ja kaum Nein sagen. Die Kombination schreibt sich ja schon von alleine. So, dann holen wir uns noch ein paar Gellos. Ich meine natürlich ein paar Geilos. Also ich muss sagen, dass ich habe auf einmal sehr viele, sehr starke Items auf einmal bekommen. Also nicht ganz, was ich davon halten soll, aber ich werde mich nicht beschweren. Denn ich habe das Gefühl, das ist, ich habe hart dafür gekämpft, um mit Glück überschüttet zu werden. Das habe ich mir verdient. Komm schon. Starke Performance der Bosse soweit. Auch starke Performance. Oh, da ist ein dritter Curly Junior. Das wusste ich nicht. Bei dir kann Moms Heart kommen? Okay. Ja, warum nicht? Ein Herz für 2 Herzen nehmen wir mit. Curse of the Tower, Pyromaniac. Das ist das Leben, sage ich euch. Also von Kibasa, 56 Monate. Resub, wie viel lieben Dank. Oh. Turdy Touch. Warum denn nicht? Weiter geht's. Kam es zum Namen Mythos of Gaming? Ich habe früher Videos über Spielemythen gemacht. Man könnte sagen, über einen Mythos of Gaming. Ich weiß, was ich als nächstes kaufen werde. Wisst ihr es auch? Wir werden die Car Battery leider nicht allzu sehr ausreizen können, aber... Okay, die beiden, die Hosts da drüben, gehen mir ein bisschen auf die Nerven. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ach ja, ich habe Sci-Fly. Ich vergesse immer, dass ich die Sci-Fly noch dabei habe. Neben allem, was ich sonst noch irgendwie bekommen habe. Oh, oh. So, wen haben wir hier als Boss? Oh. Irgendjemanden, aber ich konnte nichts sehen, weil ich zu schnell gewonnen habe. Okay. Oh, da unten ist doch... Nichts für ungut, Cage. Ich wusste nur nicht, dass du existierst. Conjoint Nummer 2 von 3. Ich meine, warum nicht? Oh nein, das war Nummer 3 von 3. Ja gut. Eves Mascara wäre natürlich auch extrem verlockend gewesen. Kann ich fliegen? Nein. Warum kann ich über Stacheln laufen? Oh, wegen dem Fuß-Trinket. Genau. Lucky Soul Heart. Die Typen wegsprengen. Sie hatten kein Cash in den Augen. Wenn die Jungs kein Geld im Blick haben, dann man kann sie wegsprengen, aber ich spreng sie lieber nur dann weg, wenn ich auch die Chance habe, einen Fünfer rauszubekommen. Das ist doch egal, oder? Weil sie können dann, glaube ich, nur 2 Cent maximal geben. Auch die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht so hoch. Man kann trotzdem Fünfer bekommen. Okay. Ich bringe immer nur die mit dem Zeug in den Augen weg. Die mit dem, mit den Cent in den Augen haben aber eine höhere Chance, was zu droppen, oder? Sie können auch zu 1% Greed spawnen. Ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen. Ich denke, ich werde von da Continuum mitnehmen. Die höhere Chance, der Pool ist generell trotzdem dasselbe. Okay. Aber ja, an sich, die Chance ist immer relativ gering, da was Brauchbares rauszubekommen. Deswegen setze ich viel lieber auf die mit den Augen. Und ich meine, die Chance ist so gering, dass ich nicht mal wusste, dass sie überhaupt wirklich einen Fünfer droppen können. Außerdem, der Run soweit, ziemlich stark. Also, falls euch das nicht aufgefallen ist, aber ich denke, ihr habt es mitbekommen. Den Run habe ich mir verdient, nachdem ich für lange Zeit im fucking Basement verkackt habe. Ey, das ist ja böse Skelett, Mann. Aber er ist leider, aber er ist nicht böse genug. Hm, mit dem Blanket mit. Oh, das One-Up nicht. Ich behalte lieber mein Herz dafür. Warum nicht? Och! Nie bekomme ich was, das mir Spaß macht. Oh nein. Die Glitch Crown. Ist leider auch ein bisschen zu spät dafür. Okay, weiter geht's. Das wäre 2 Drittel Fungi gewesen, aber okay. Schon echt peinlich, wenn man das nicht mitnimmt. Was soll es überhaupt, wenn man nicht mal Fungi werden will? So, jetzt bin ich gespannt. Ich denke, es sollte relativ stark werden. Und dann meine ich denke, es ist relativ stark. An der Auto-Aiming-Front wäre wahrscheinlich noch Luft nach oben. Oh, ich will das mitnehmen. Das fucking Buch! Von allen Items, die da waren, und ich habe dann ein paar coole Dinge gesehen, bekomme ich das fucking Buch. Greift ihn an, Jungs! Fünf Mäuse auf Crash. Das Spiel wird absolut nicht crashen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, was das Buch macht. Es schien mir immer belanglos zu sein. Ich sollte mal versuchen, es für den Run tatsächlich mitzunehmen. Ja, er kann mir keinen Schaden machen, weil ich immun gegen Explosionen bin. Was machen wir denn da am besten, Greed? Das sieht nicht gut aus für dich. Nein, das sieht nicht gut aus. Hive Baby und Meconium. Naja, ich bekomme Leben dazu, wenn ich genug Herzen habe. Und das Ergebnis der Vorhersage ist bekannt gegeben. Alle Leute, die gegen mich gestimmt haben, sie sollten sich schämen. Denn das war ganz klar, durch puren Skill und gute Entscheidungen ist das sehr gut gelaufen. Spawn hat Orbitals, die dich schützen, und Knochengegner, die dir helfen, wenn du es im Raum einsetzt, wo viele Gegner gekillt hast. Oh, okay. 68% haben gesagt, ich verliere. Kann ich einfach nur beschämt den Kopf schütteln. Das ist einfach nur schwach. Einfach nur schwach. Aber gut. Damit habe ich Blue Baby fertig. Ich habe Blue Baby fertig. Yes!